Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Disney Twilight Valley. Wir stehen hier gerade vor Remis Restaurant. Ich habe das Kleid, das wir in der letzten Folge von Mariana bekommen haben, an. Der kleine Pua ist auch bei uns. Ich finde das Kleid immer noch Hammer. Ich habe die Frisur gewechselt. Und ich suche gerade Maui. Übrigens, ich bin einfach nur dumm. Hier unten am Rand steht schnelle Fortbewegung, wenn man auf T drückt. Ich kann so direkt zu jedem Brunnen reisen und in die verschiedenen Königreiche. Ich bin einfach nur ein bisschen doof. Wo ist Maui denn jetzt? Wenn der jetzt schläft? Nee, der schläft nicht, aber er ist hier unten. Dann machen wir dann nämlich mal weiter. Hallo! Er ist in seinem Haus. Ich würde gerne mit dir reden. Da liegt eine Tagebuchseite. Okay. Ist mir bisher auch noch nicht aufgefallen. Ich glaube, wir waren aber auch bisher erst einmal drin bei ihm. Bin Maui sehr dankbar für das, was er für das Dorf tut. Er zögert nicht, sein Eigenlob zu singen, aber naja, er hat nicht Unrecht. Hallo. Hallo. Das Dorf nimmt Gestalt an, dank all der coolen Sachen, die ich beigetragen habe, wie Kokosnüsse. Was tun wir als nächstes? Was tun wir als nächstes? Ich schätze, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Oben? Der Himmel? Ha, das ist es. Ich erinnere mich, dass Goofy immer dieses fliegende Ding hatte, das er Drachen nannte. Glaub mir, das war ein großer Hit. Okay, geh und such, was wir zum Drachenbauen brauchen, damit jeder bei der Prise Spaß haben kann. Die Prise, die ich eingefangen habe. Voll gerne. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie aus Holz und Fasern gebaut werden. Oh, und besorg etwas Tinte, um sie zu bemalen. Ich denke da an mein Profil. Wer würde das nicht lieben? Okay, dann stellen wir mal Drachen her. Das Zeug habe ich nämlich alles schon. Und Mina hat natürlich mitgedacht. Ich habe mir nämlich eine Werkbank für unterwegs gebaut. Und die werden wir ab sofort immer benutzen, wenn wir irgendwas unterwegs bauen müssen. So, Möbel. Funktionelle Gegenstände. Ein Drachen. Soll ich noch mehr Drachen herstellen? Ja, tatsächlich soll ich 3 Drachen herstellen. Warum habe ich denn nur einen hergestellt? Naja. Nee, keine Truhe. Drachen. So, ist er noch in deiner Grotte? Wahrscheinlich. Ja. Hey, hier drüben. Hey, wieso hat das so lange gedauert? Das hast du gut gemacht. Jetzt bringen die Drachen einigen Dorfbewohnern. Ich habe Goofy, dem alten Mann mit dem spitzen Hut und der kleinen rollenden Box Wally gesagt, dass ich ihn Drachen baue. Es wäre also toll, wenn du sie ausliefern könntest. Und vergiss nicht zu erwähnen, dass sie von mir, uns sind. Okay. Das ist wirklich der Knüller. Merlin, Goofy und Wally. Merlin, Goofy und Wally. Wo sind die denn? Merlin ist bei Dagobert, Wally ist hier und Goofy. Ah, Goofy ist im Restaurant, dann machen wir erst die beiden oben. Nein. Hör auf. Übrigens habe ich Scar ein bisschen gelevelt. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Und Prinz Erik ist jetzt auch auf Level 10. Ja. Hey, ein Drache? Für mich so ein geniales Geschenk. Ich habe nach einem Drachen gesucht. Jetzt kann ich ihn dafür benutzen, meine anderen Drachen aus dem Baum zu lösen. Oh. Danke, Freundin. Okay. Och, Millie, muss das jetzt sein? Madame? Natürlich muss das jetzt sein. Wäre ja auch zu einfach zu warten, bis ich mit der Aufnahme fertig bin, gell? Nudel. Renn ich weg hier. Weißt du, nur du kannst helfen. Oh, Hallöchen. Was haben wir denn hier? Ein Geschenk? Aha, ein Drachen. Weißt du, das ist einer der frühesten Hinweise auf unseren Wunsch zu fliegen. Und ein wunderbares Lehrmittel für eine Vielzahl von Physikkonzepten. Was für ein Spaß. Danke, Mine. Gut. Und jetzt ab zu Wally. Der ist hier unten in der Nähe von seinem Haus.
Ich wollte eigentlich mit ihm reden, aber gut. Hier ist ein Drache. Wall-E. Weißt du, wie man ihn fliegen lässt? Five. Schön, dass es dir gefällt. Gut. Maui noch in seinem Haus? Ja, Maui ist noch in seinem Haus. So, haben abgegeben. Hallo. Haben Sie alle über ihre Geschenke gefreut? Was sage ich denn? Natürlich haben Sie das. Sind die auch von mir? Aha. Maui, Halbgott des Windes und des Meeres, Spender von Drachen. Alles an einem Tag. Aha. Hey, du hast mir einen Gefallen getan, Kumpelchen. Okay, ich danke dir. Oh, mir ist noch etwas über die Insel eingefallen. Es gab noch mehr. Vor allem der direkt vor der Küste hinter der Insel mit dem Totenkopf aus Felsen war größer als jetzt. Hä? Ich erinnere mich auch, dass es auf dieser Insel einmal etwas Wichtiges gab, aber ich weiß nicht mehr, was genau was. Wir sollten uns das ansehen. Inseln aus dem Meer zu ziehen ist einer meiner größten Erfolge. Folge mir, ich zeig dir, wovon ich spreche. Okay. Okay. Bis bald. Folge Maui zum Strandort der verschwundenen Insel. Das ist nicht verschwundene Insel. Oh, hey. Okay, dort war die Insel also einmal. Mhm. Es gibt definitiv noch etwas auf dem Grund des Ozeans. Mhm. Versuche es herauszufischen. Okay, bis bald. Das glitzert golden, deswegen angle ich da jetzt einfach mal. Kalkstein. Hey, wieso hat das so es lange war also etwas da unten, aber was ist das? Okay, das kommt mir seltsam bekannt vor. Ich weiß nicht mehr genau, was das ist, aber es muss wichtig sein. Ich würde versuchen, es herauszufinden. Wenn ich es schaffe, lasse ich es dich wissen. Okay. Weiter geht's. Erinnerst du dich noch an das Ding, das wir gefunden haben? Den Kalkstein? Darin befindet sich etwas. Ich kann es fühlen. Es sprüht vor Kraft. Sehen wir es uns an. Okay, wir müssen diesen Stein vorsichtig öffnen, ohne den Inhalt zu zerstören. Ich habe noch ein paar Steinschaber übrig, mit denen ich deine Spitzhacke verbessert habe. Sie sollten helfen, die Verkrustung vom Kalkstein zu entfernen. Gern geschehen. An eine Werkbank gehen. Okay. Gereinigter Kalkstein. Maui, jetzt renn bitte nicht weg, okay? Wir brauchen dich hier noch. Oh, hey! Also Mine, was hast du gefunden? Es war eine Scherbe, die mit Kalk bedeckt war. Sieh her. Eine Scherbe? Hm, okay, so langsam erinnere ich mich wieder. Ja, auf dieser verlorenen Insel erschuf die Herrscherin das Herz von Dreamlet Valley. Es wurde erschaffen, um die Burg oder das Tal vor Flüchen zu schützen oder zumindest die Flüche abzuschwächen. Das Herz von Dreamlet Valley befand sich in der Hand der Statue im obersten Stockwerk des Schlosses. Es muss während des Vergessens zerbrochen sein und dieser Teil fiel auf den Grund des Meeres. Wir sollten uns den Brunnen oben auf dem Schloss ansehen. Vielleicht ist die andere Hälfte des Herzens von Dreamlet Valley dort irgendwo. Behalte die erste Hälfte der erstmal. Okay. Brunnen oben auf dem Schloss. Es gibt einen Brunnen auf dem Schloss. Dann gehen wir mal hin. Und gucken, was da jetzt so los ist und ob wir die andere Hälfte vom Herzen finden. Ja, man sollte vielleicht auch nicht dagegen rennen. Ja, das ist der Brunnen mit Mickey aus Phantasia. Suche nach dem fehlenden Teil des Herzens von Dreamlet Valley. Da, hab's gefunden. Du hast die andere Hälfte gefunden. Gut gemacht. Natürlich ist das Herz von Dreamlet Valley immer noch zerbrochen. Hast du eine Idee? Wir sollten Merlin fragen. Das klingt gut. Das solltest du auf jeden Fall tun. Stimmt, ich bin ein toller Halbgott. Aber ich denke, das ist etwas für Merlin. Okay, ich bin raus. Ich spreche mit Merlin. Ja, okay. Ich hätte jetzt auch drauf drücken können, von wegen es zu reparieren. Wir müssen aber sowieso zu Merlin, weil wir ihn fragen müssen, wie es geht.
Beziehungsweise ob er eine Idee hat, wie man das machen kann. Ich liebe dieses Kleid. Oh, das ist so schön, wie das fällt, wenn man läuft. Das ist total toll. Ist Merlin noch shoppen? Merlin ist noch shoppen. Gut. Merlin, Moment mal kurz. Das Herz von Greenlight Valley? Was für eine wunderbare Idee. Es ist ein Schutzedelstein, weißt du? Aber das verflixte Ding zerbrach, sobald die Herrscherin verschwand. Ich weiß, wie du ihn reparieren kannst, aber natürlich wirst du dafür einige Dinge brauchen. Als erstes benötigst du einige gereinigte Nachtscherben. Die Kombination aus Streamlight und dunkler Magie wird das Herz wiederherstellen. Hole auch Wasser aus dem vergessenen Land und den eisigen Höhen, um die Magie auszugleichen und zu stabilisieren. Wenn du alle Zutaten mit den gefundenen Scherben kombinierst, solltest du das Herz von Greenlight Valley heilen können. Okay. Eine gereinigte Nachtscherbe, Wasser aus dem vergessenen Land und Wasser aus den eisigen Höhen. So, das Wasser aus dem vergessenen Land haben wir dann schon mal. Das Wasser aus den eisigen Höhen auch schon mal. Perfekt. Und gereinigte Nachtscherben habe ich auch hergestellt. Das heißt, wir können jetzt das Herz von Hyatt Valley machen. Bring Maui das Herz von Hyatt Valley. Okay, wo ist der? Ah, der kommt sogar hier runter. Perfekt, dann können wir ja entgegenlaufen. Da. Maui! Ey, hier in die Richtung. Dankeschön. Hey, hier drüben. Ich wusste, dass wir es schaffen können. Das Einzige, was noch zu tun ist, ist das Herz von Greenlight Valley zurückzubringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier keinen Lava-Dämon gibt. Also wird es einfach sein. Lege das Herz von Greenlight Valley in die Hand der Statue im Schloss. Okay. Gut, dann wird es jetzt Zeit. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Na, kriegen wir eine Cutscene? Natürlich kriegen wir keine Cutscene. Okay, Maui, Moment. Ich habe es geschafft. Maui ist einfach unglaublich. Was? Na gut, wir haben es geschafft. Ich bin unglaublich und du bist fast genauso unglaublich. Jetzt, wo das Herz von Greenlight Valley wieder im Schloss ist, sollte seine Wirkung im Dorf wieder zugutekommen. Die Dunkelheit wird es nun schwerer haben, sich zu verbreiten. Nun, da du mir geholfen hast, um dir zu zeigen, was für ein toller Kerl ich bin, gebe ich dir ein Geschenk. Hey, ich würde mich jederzeit freuen, mit dir etwas zu unternehmen. Wir sind ein wirklich großartiges Team. Ja, das war Mauis 10er-Quest. Das heißt, wir sind mit Maui jetzt auch fertig. Prima, was machen wir denn jetzt noch? Oh, wir könnten bei Dagobert eigentlich weitermachen. Der freut sich bestimmt darum, darüber, dass wir wieder da, dass wir wieder bei ihm weitermachen können. Ja, Vajana ist ja fertig, Maui ist jetzt fertig, Erik habe ich auf Level 10, Scar könnten wir weitermachen, aber ich glaube, Scar ist Story Quest. Ich werde einfach mal gerade nachgucken. Nee, tatsächlich alles gerade nur Freundschaftsaufgaben. Allzu viel haben wir auch nicht mehr zu machen. Mini ist die 10er-Quest noch gesperrt, weil wir Woody noch nicht drin haben. Bei Wally ist die 10er-Quest gesperrt, weil wir Bass noch nicht drin haben. Stitch können wir machen. Scar können wir weitermachen. Prinz Erik können wir weitermachen. Gut, okay. Die vier Charaktere müssen natürlich noch komplett hochgelevelt werden, beziehungsweise gequestet werden. Dagobert können wir natürlich noch weitermachen. Gut, Woody und Buzz können wir noch reinbringen. Aber allzu viel ist auch nicht mehr los. Gut, im April kommt ja schon direkt das nächste Update. Also wir haben jetzt was zu tun. Da bin ich tatsächlich am überlegen, ob ich erst mit Hogwarts Legacy anfange, wenn ich mit Disney Greenlight Valley soweit durch bin. Hallo Dagobert. Hallo. Hi, hallo. Ach so. Ja, wir machen direkt beide Aufgaben, weil das ist nur wieder Sachen platzieren. Mina, genau die Person, die ich sehen wollte. Die sonnige Ebene ist voller natürlicher Ressourcen, aber sie ist nicht gerade ein Urlaubsort. Mit ein wenig Pflege können sie aber ein schöner Ausflugsort für einen anspruchsvollen Reisenden werden. Ich werde es zum perfekten Ort machen, um ein Bad in der Sonne zu nehmen. Das klingt großartig. Freundlichen Dank. Ja, 10 Möbelstücke. Das werden wir jetzt ganz fix machen. Wie gesagt, ich werde das noch nicht dekorieren. Ich werde einfach nur irgendwas hinschmeißen. Dafür müssen wir nicht mal auf die sonnige Ebene.
Kann ich jetzt eigentlich die Kugel Kugeln hier... Doch, die kann ich auch jetzt umpacken. Okay, gut. Ich packe einfach irgendwas drauf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Dann haben wir das erledigt. Hallo. Hallo. Da, bitteschön. Soweit ich hier stehe, die sonnige Ebene hat sich von einer ausgedörrten Wüste in ein schönes Fleckchen Erde verwandelt, auf dem sich jeder Besucher wohlfühlt. Hey. Die Wirtschaft im Dorf wird dank dir immer stärker, Mine. Bitte. Sei gegrüßt. Genau dich wollte ich sehen. Erinnerst du dich an diese Goldmünze, die Ursula mir gegeben hat? Die, von der ich glaubte, dass sie zu einem größeren Schatz gehört? Nun, ich bin mir jetzt sicher, dass der Schatz wartet darauf, dass wir ihn finden. Aber ich kann mich nicht um den Laden kümmern und nach Schätzen suchen. Ich brauche also deine Hilfe. Natürlich helfe ich dir. Prächtig, jetzt nimm die Münze. Vielleicht kannst du mit deiner Magie etwas herausfinden. Okay. Freundlichen Dank. Untersuche die Münze in deinem Inventar. Da. Diese geheimnisvolle Münze wurde Dagobert von Ursula gegeben und weist auf einen versteckten Schatz irgendwo im Timid Valley hin. Vielleicht solltest du das mal genauer ansehen. Das ist die Lichtung des Vertrauens. Was ist das denn? Was soll das hier für ein Ort sein? Keine Ahnung. Einen schönen Tag noch. Donna und Doria, was ist gerade passiert? Was hast du mit meiner Münze gemacht, Mine? Die Münze hat sich in eine Erinnerung verwandelt. Oh, wenn sie sich alle verwandeln, verliere ich bei dem Projekt Geld. Aber das ist erst einmal egal. Wenn es sich um eine Erinnerung handelt, dann musst du dem folgen, was sie dir zeigt. Finde heraus, wohin sie dich führt und du wirst den Schatz finden. Auf Wiedersehen und bis bald. Untersuche die durch die Erinnerung aufgedeckten Bereiche nach Hinweisen. Also das eine war ja da, wo Ursulas Haus aktuell steht. Aber was war denn das andere? Das andere war ein Haus. Aber wo finden wir denn diese Mauern? Welches Haus hat denn Mauern von innen? Das eine war hier, das war hier vorne. Guck mal, das hier kann ich direkt mitnehmen. Hier so. Ah. Ja, hier liegt was. Ein kleines Stück Pergament. Vielleicht ein Stück einer Karte. Ich kann damit nur nichts machen. Gut. Das zweite war an einem Eingang. Wir können ja nochmal gucken. Erinnerung, ja. Hier. Das ist der Eingang, wenn man, ich glaube, von der Wiese runterkommt? Nee, vom Wald, glaube ich, runtergeht. Vom Wald runter an den Strand geht. Was ist das? Was ist das? Haben wir das schon mal gesehen? Welches Haus hat denn so eine Wand? Keine Ahnung, vielleicht bei Prinz Erik? Entweder ist das hier oder da hoch gewesen. Da ist auf jeden Fall was. Nee, da hoch ist es nicht gewesen. Puh, dann gehen wir mal kurz bei Prinz Erik rein. Also ich habe jetzt keinen Plan, wo das sein soll. Das wäre jetzt alles nur raten. Oder ist das vielleicht der Raum von Miki? Es könnte auch tatsächlich... Doch, ich glaube, in dem Geheimraum von Miki ist... ist so eine Wand. Oder? Ich wüsste halt sonst nicht, wo. Wir gehen mal kurz in den Geheimraum von Miki. Und wenn er da nicht ist, dann muss ich nachdenken, wo es ist. Oder ich google mal. Nee, Mikis Geheimraum ist es auch nicht. Wo ist das dann?
Welches Haus hat denn so eine Tür, so eine Wand? Was wir halt noch versuchen könnten, wäre halt Merlin. Weil wir auch ein Bücherregal da in der Ecke gesehen haben. Aber hat er auch so eine Wand? Und hat er ein kaputtes Fass bei sich im Haus liegen? Hätte doch eigentlich voll die große Dingswand. Ich meine, gucken wir jetzt einfach mal. Tatsache. Tatsache, das ist dieser Ausschnitt hier. Dieser kleine Ausschnitt ist das. Habe ich jetzt niemals mit gerechnet. Okay. Hier. Hey, ich habe einen Job für dich. Grundgütiger. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Sieht so aus, als ob die Erinnerung uns nicht zum Schatz geführt hat, sondern zum Teil einer Art Karte. Ich bin mir sicher, ich kann sie zusammensetzen. Lass mich daran arbeiten und ich melde mich danach wieder bei dir. Das geht weg wie warme Semmel. Ja, wir machen den Rest jetzt auch noch, komm. Hallo. Mine, ich habe die Karte wieder zusammengesetzt. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um den Schatz zu finden. Aha. Wo es einen Schatz gibt, gibt es meist noch mehr Schätze. Ich gebe dir einen Anteil am Gewinn, wenn du mir hilfst. Ich bin soweit. Wie aufregend. Reicher zu werden ist immer aufregend. Obwohl ich die Karte zusammengesetzt habe, hat sie eine Art magische Inschrift, die ich nicht lesen kann. Geh zu Merlin, er wird wissen, was zu tun ist. Ach, guck mal. Wer rennt denn da gerade durchs Bild? Hier. Eine magische Karte. Hm. Ja, ja. Zeig sie mir. In der Tat. Solche Inschriften habe ich schon einmal gesehen. Mit dem richtigen Zauberspruch sollten wir sie lesen können. Higitus, Pigitus, Digitus, Zoe. Die Inschrift besagt, nur wer die Brille der Schatten benutzt, findet, was hier im Hier und Dort verborgen ist. Finde die Schlüssel und vervollständige sie, damit du den Schatz in den Händen halten kannst. Brille der Schatten? Ich erinnere mich, dass Dagobert so etwas Ähnliches aufbewahrt, als das Vergessen geschah. Du solltest ihn danach fragen. Und die Schlüssel? Ganz genau. Es scheint, dass du zwei Teile desselben Schlüssel finden und ihn irgendwie reparieren musst. Ein weiteres Rätsel. Keine Sorge, Mine, die Magie ist voller Geheimnisse und Rätsel, die es zu lüften gilt. Nimm die Karte zurück und konzentriere deine Magie auf sie. Sie wird ihre wahre Bedeutung offenbaren. Wie ich schon sagte, frage Dagobert nach der Brille der Schatten. Vielleicht erinnert er sich an etwas. Repariere den Schlüssel. Du wirst ihn brauchen. Okay. Dagobert. Achso. Moment. Renn nicht weg. Eine Erinnerung. Entdecke, welche Geheimnisse sie verbirgt. Oh. Okay, damit ich nicht ständig mein Inventar aufmachen muss, mache ich mir ein Foto davon. Okay. So, der Hauptplatz, die Wiese, das ist der Wald der Tapferkeit. Einmal hier unten in der Ecke, wo Merlin wohnt, und einmal da oben, wo Anna und Christoph wohnen. Hier unten ist die Lichtung des Vertrauens und auch hier unten in der Ecke, wo die Säule ist. Gut. Eine hübsche Karte. Und ein Kaffeefleck. Mehrere Kaffeeflecken. Ich brauche deine Brille. Kann ich mit dir reden? Sei gegrüßt nach Also, hast du etwas gefunden? Da steht Brille der Schatten. Das muss die spezielle Brille sein, die ich aufbewahrt habe, als das Vergessen geschah. Sie war im Safe eingeschlossen, den du mir geöffnet hast. Nur wer die Kraft des Streamlets beherrscht, kann sie nutzen. Und du bist die Einzige hier, die das kann. Nimm sie, sie gehört dir. Yay! Die Karte. Ich weiß, dass du die Karte lesen kannst. Wir müssen den Schatz finden. Nicht vergessen, wie bei jedem Schatz markiert das X die Stelle, an der er gefunden werden kann. Was nun? Geh und finde den Schatz. Nur du kannst es schaffen. Vergiss nicht, die magische Brille zu tragen. Nur so wird er sich dir offenbaren. Auf Wiedersehen. Okay. Darf ich erstmal raus? Danke. Brille. Jo, was geht? Sehe ich stylisch damit aus? Total. Gehen wir erstmal in den Wald der Tapferkeit. Und ich werde dazu einmal das essen. Weil dann sind wir ein bisschen flotter unterwegs. Einmal ist hier hinten was, in der Ecke, wo Merlin wohnt, laut der Karte.
da. Ja, ich habe einen Schlüsselteil gefunden. Gut. Das andere ist da oben, wo jetzt Anna und Christoph wohnen. Ah, direkt hier vorne anscheinend. Ah, die Kiste. Perfekt. Und der andere Schlüsselteil muss dann unten an der Lichtung des Vertrauens sein. Genau hier irgendwo in der Ecke. Da ist was. So. Kehre mit dem, was du gefunden hast, zu Dagobert zurück. Ah, Dagobert ist da oben. Gut. So, wir haben auf jeden Fall die Schlüsselteile und die Kiste gefunden. Mit einem kleinen Plausch? Du hast alles gefunden, Mine. Um ehrlich zu sein, war ich mir nicht sicher, ob die Brille wirklich funktionieren würde. Aber es war ein Versuch wert. Also gut. Es bleibt nur noch eine letzte Sache zu tun. Du musst den Schlüssel reparieren, damit wir die Truhe öffnen können. Mit ein bisschen Gold sollte man ihn zusammenschweißen können. Goldmünzen, Goldbarren, Goldmünzen, Goldbarren, Goldmünzen. Was sagst du da? Du willst, dass ich dir Goldmünzen gebe, damit du den Schlüssel reparieren kannst? Tut mir leid, aber mein Vermögen ist nicht zum Vergeuden. Hier und schürfe selbst nach Gold. Komm wieder, wenn der Schlüssel repariert ist. Man kann es ja mal probieren. Ich wollte doch nicht mein hart verdientes Gold hier dafür benutzen. Dagobert will den Schatz haben, also soll auch was dafür tun. Ja, schön. Oh Gott, ich bin froh, dass wir mit Maui fertig sind. Ich weiß nicht. Also, in den Filmen ist er ja okay, aber im Spiel geht er mir tierisch auf die Nerven. Ich finde die Sonnenbrille echt cool. Ich sehe echt stylisch aus damit. Okay. Goldbarren. Ich brauche 2 Stück. Und den Schlüssel reparieren. So. Bringe Dagobert den Schlüssel und die Truhe. Okay. Bitteschön. Wir haben es geschafft, sogar zusammen. Ich wusste, dass du der perfekte Partner bist. Mit dem Schatz kann ich dann mehr Bestände kaufen oder expandieren oder... Ah. Richtig, ich habe dir deinen Anteil am Schatz versprochen, nicht wahr? Oh ja. Hier ist ein Geschenk als Dankeschön, damit ist dein Anteil am Schatz sicher. Wenn du noch weitere Schätze findest, wende dich sofort an deinen Partner für die Schatzsuche. Gut, dann ist Dagobert damit auch abgeschlossen tatsächlich. Und ich würde sagen, wir machen dann hier einen Cut. Ich werde jetzt aufhören aufzunehmen. Ich werde jetzt ein bisschen schneiden gehen und ich muss auch Star Stable aufnehmen. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!